gedoppelt. Holger, auch schon guten Abend, aber du hast gedoppelt mit einer anderen Station. Aber erstmal Mikrofon nach Hahn. Holger, schönen Abend. Ja, Junge, Junge, ich ergibt. Ja, Holger, die haben dich auch einen schönen Abend. Du kannst dich freuen. Also besser die Grafikkarte kackt ab als die Festplatte. So, jetzt haben wir, also der Co-Pilot wird gerufen, der Daniel hat sich reingemeldet und die 47 Station war auch noch da. Machen wir in der Reihenfolge, weil der war vorhin ist untergegangen. Die 47 Station, 47 Station, bitte. Ja, nochmal, next try, the 47 Station, ich weiß nicht, da war irgendeine Station, 47 Station, bitte. Villa 47 Hotel Hotel, please go on. Station 47 Hotel Hotel, call now. Ja, jetzt will er nicht. Also, weiß ich auch nicht. Dann, in der Reihenfolge, Daniel, bist auch gleich dran, aber wir kriegen uns ja. Der Co-Pilot hat gerufen oder wurde gerufen, das weiß ich nicht. Mikrofon in die Richtung haben. Ja, schönen guten Abend, die ganze NRW-Runde. Die Profi, ihr seid alle gesund, bleibt gesund. Schöne Grüße hier vom Co-Pilot. 7355. Ich wollte mich auch nur verabschieden von Jenso und von Jörg und auch von dir, Robert. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir wechseln zu der Kanalie. Wir sind hier paar Stationen aus Hamburg. Wollen euch da nicht stören. Alles Gute. Bleibt gesund. Man hört sich und hört sich. Danke für die Reinnahme. Ja, alles klar, Michael. Dann auch schönen Abend hier. Und ja, bis demnächst mal. Und Mikrofon zum Jens zur Verabschiedung. Ja, Kupplung, geht ihr dann jetzt schon offline oder seid ihr noch auf der 12? Nein, wir machen Y da, den Kanal, wo ich dir gesagt habe, ne? Wir wollen am Mann nochmal wirklich um was beklagen. Und ich will dich auch vom Bruder noch schön grüßen und auch verabschieden. Ne? Wir gehen da mal ein bisschen mit, wir wollen da nicht stören. Ne? Wir wollen uns mal ein bisschen länger unterhalten, alles klar. Jürgen, Mann, mach's gut. Und auch Micky, Jens, mach's gut. Jörg, wenn du mich hörst, auch alles gut für das Wochenende. Man hört sich morgen zu. Alles klar, bis morgen. Ciao. Danke, Robert. Jo, bitte, bitte. Dann Mikrofon zum Daniel. 13, Romeo Foxtrot. Oh, jetzt bin ich mobil. Jetzt kann ich nicht nachlesen. 5 vor 4? Ich weiß es nicht. Danke. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Mach das Ganze aus. 13, Romeo Foxtrot. 13 steht in Deutschland. Romeo Foxtrot. Irgendwas. Und die Zahl weiß ich nicht. Muss ich irgendeine Ausstellung fürs Gefängnis. Sowieso niemand, ne? Also von daher kann es bei ihr nicht sagen sein. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht stören, dass mir gerade die Emulation von Wollen hat. Das ist bestimmt so eine alte Kiste von Bacardi, hört sich zumindest ein bisschen an mit dem ganzen Echo aus dem Hauptquartier und so, da können wir dann wirklich mal so eine Emulation von Bacardi an. Ja, dann sitze ich hier schon den ganzen Abend schon ein bisschen andächtig und warte, was da kommt und habe so ein bisschen Trauer irgendwie in mir, weil ich die Nahrungsbilanz gehört habe, die Lisa. Ich habe nämlich gut auch vorbereitet, 5 Kilo einmal Popcorn und die Möglichkeit die Cola und dann das Milch, wenn man da lauschen darf und vielleicht der Technikstunde vielleicht auch noch abnehmen kann. Ja, da das alles nicht der Fall ist, würde ich sagen, würde ich mal wieder meine Schränke holen, einmal dreimal rund um die Antenne an die Hälfte der Leute. Bleibt gesund und habt ein schönes Leben an die andere Hälfte. Kein Kommentar. Oh, der Mikrofon zurück, nein, das ist die Person soweit. Ich hätte dann nicht mal immer das Beste drauf. Ja, weil ich heute am Waldener See stehe, kurze Frage, Antenne hast du draußen oder drin? Nee, die ist drin, also das ist die Unternachtgeschichte. Aber das ist natürlich, ich meine, im Waldener See, das ist ja funktioniert.
Nee, schon klar. Also mal ein bisschen 19:20, aber ja, du wärst dann wahrscheinlich 19:30, wenn du die Draußenantenne hättest. Ja, und wenn ich dann mal hier die Hormone in Endstufen alle betreiben würde, dann wäre ich kurzzeitig 19:40, ja, bis dann die Feuerwehr kommt und hier den Brand löschen muss. Ne? Also alles in allem 19:20 ausreichend Signal, denn ich dürfte einiges zu verstehen sein und keine Worte rückschaffen. Ja, ne, ich bin gut, Daniel. Ich meine, wenn du jetzt ambitionierter Profifunker wärst, ne? Ja, ne? Mit einer Lizenz zum Töten zum Beispiel, ne, wie James Bond, ne? Dann würdest du natürlich jetzt den Mast ausfahren, weil in 10 Minuten, hoffe ich, meldet sich Christian Charlie Whisky aus dem Schwarzwald. Aber das ist jetzt nicht, ich bin also richtig krank, ich bin schwer krank, ich habe also hier fast 39 Grad Fieber. Mir ist richtig scheiße, so vollgestopft mit Tabletten, der Schmerzmittel-Fabrikanten und mehr geht so auch nicht gut. Ich weiß nicht, in der heutigen Zeit weiß man nie, was da ist, keine Ahnung, ob er das oder nicht. Von daher will ich mich wirklich rausnehmen. Außerdem glaube ich, dass das dem Schalinisti durchaus möglich ist, den anderen zu erreichen. Ja, ich war mit dem Christian mal oben, aber da waren wir nicht so ganz zufrieden, da waren Störungen oben, da ist ja so ein bisschen Gastronomie, da ist so eine Wetterstation und so, das sind ja auch zwei Riesenfernsehtürme drauf, also wir waren nicht so ganz zufrieden. Ich hatte es gewundert, dass er nochmal hoch wollte, aber er versucht. Also die Idee von ihm ist, er möchte den Joachim erreichen, den Schwarzwälder, der sich auf Fehmarn befindet. Und sagt er, da muss er mehr Höhe haben. Das war so diese Grundidee, die er hatte. Naja, gut, ich bin mal gespannt. Und deswegen stehe ich auch jetzt hier, weil ich dann gesagt habe, ja komm, dann probieren wir zumindest mal, ob er bis ins Ruhrgebiet kommt. Jo, gute Besserung von mir und gute Besserung kommt jetzt auch vom Langenberger Sender, bitteschön. Thank you.
Ja, du machst ja alle Lichter an, ne? Weiter über den 9 stehst du hier. Wunderbare Modulation. Radio 50 kann ich sehr gut hören. Nein, du kommst in die Spitzen über den 9 und Radio 5 hört sich sehr gut an. Wieso, du stehst da gut? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, NRW-Runde. Mikrofon ist frei. Bitteschön. Jo, da war ein Break und noch irgendwie eine Station, die irgendwie QRX sagt oder so, weiß ich nicht. Ich nehme erstmal die Break-Station, die Station, die gerade Break gesagt hat. Bitte schön, hier ist Robert 62 am Waldener See in Essen. Ja, der Rolf aus Witten, schönen guten Abend, lief nicht ganz drauf. Wenn du ein bisschen länger sprichst, dann guck ich mal. Also nach meiner unmaßgeblichen Meinung 120 Hertz zu hoch. Jo, können noch 100 sein, ne? Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, müsste ich noch ein bisschen länger dran drehen. Alles klar, 73 Rolf, das war ja schnell. Ja, ansonsten Radio 5 und fast S7 hier bei mir. Ja, alles klar, Rolf. Dann Mikrofon zur nächsten Station. Da hat sich von meiner ganz leise Station, die sich auch angemeldet hat. Hier ist Robert 62. Na, ich höre nichts. Ja, dann nehmen wir die Break-Break-Station, bitte. Jo, Georg, Romeo Golf aus dem schönen Gemünd, grüß dich. Jo, weiß ich nicht. Ja, ich habe eigentlich Modulation wie immer, ne? Machst du einen 5 von 7 bei mir und du hast so ein bisschen, kann das sein, dass du AF auf der Leitung hast? Ja, es schrebelte da, aber weiß ich jetzt nicht, was das war, keine Ahnung, ne? Ja, aber heute höre ich dich ganz gut, ich bin aber auch nicht zu Hause, ne? Hast du ja mitgekriegt wahrscheinlich. Ja. Ja, den habe ich noch nicht gehört. Also vielleicht guckt er auf Fußball oder so. Ne? Ja, ich weiß nicht. Peter Fliegenfischer, vielleicht sitzt er auch schön dahinter und nippt an seinem Tee und freut sich, dass andere es machen. Peter, bist du da? Jo, guten Abend zurück. Wer war das in Wuppertal? Der Bodo in Wuppertal, ja, auch Bodo. Der sagt mir jetzt gerade, ich weiß nicht, jetzt gerade haben wir schon mal gefunkt. Bodo in Wuppertal. Auf jeden Fall ein schönes Radio 5 machst du hier am Waldener See. So, jetzt Wolfgang, ja gut, alles klar, Polo, ja, das hatte ich irgendwie verhört, ja, Wolfgang, schönen guten Abend, ja stimmt, genau, ich hatte dir ja noch geschrieben, wo ich stehe, oder?
Ja, hier darfst du ohne Maske. Also das ist ein freier Raum, ne? Aber Wolfgang, hast du denn bei dem Georg hier nicht auch gehört, dass er so ein bisschen in den Spitzen anhackt? Ja, also bei mir stößt er da an. Also bei mir klingt es in den Spitzen wie HF-Auferleitung. Ja, und ich lege mich fest, also der Georg hatte als Auferleitung in den Spitzen, ist das irgendwie... Georg, hast du ein anderes Mikrofon für uns noch? Naja, gut, aber es hätte ja sein können, dass du irgendwie noch was anderes hast, ne? Also da war irgendwas, war da in den Spitzen, da lege ich mich fest. Müsstest du mal bei Station bei euch fort fragen, wie die das hören. Die hören ja dich dann wesentlich besser. So, irgendwas mit 08 hier habe ich gehört und Breko. Dann nehmen wir mal die Station, die zuerst war, das war diese 08-Station. Die 08-Station, bitteschön, hier ist Robert 62. Lima Radio 084. Ja, das ist sind die Niederlande. Wen habe ich denn da? Ja, guten Abend Martin in Nijmegen. Ja, du machst hier also wirklich noch am Radio 5 und
S4 bis 5, sehr gut. Ja, Martin, ich kann dich sehr gut hören in Nimbingen. Klappt sehr, sehr gut. Und ich frage jetzt mal hier rund um in der NRW-Runde. Wer kann den Martin hören aus Nijmegen, aus Nimbingen? Ja, Martin, hör mal rein. Der Detlef spricht dich an. Detlef, bitte. Ja, da haben jetzt mehrere gesprochen. Ja, Martin, also du hast schon gefragt, wo ich stehe. Ich stehe in Essen, Robert 62 und der Standort ist in Essen am Baldeneysee. So, wer möchte noch den Martin sprechen? Ja, Martin, der Arne in Borken spricht dich mal an. Mikrofon zum Arne in Borken für Nijmegen. Martin, hast du den Arne gehört? Ja, der Arne hat dich gerufen. Hör doch mal rein, der Arne ruft dich. Arne, bitte. Ja, das scheint nicht geklappt zu haben, obwohl du bist viel näher dran. Aber ja, gut, manchmal ist das dann so, ne? Ja, dann hat das nicht geklappt. Wer möchte nochmal den Martin sprechen aus Nijmegen? Okay, dann 73, da war eine QX-Station, aber vorher war eine Station, die hat gesagt Break, Break. Die habe ich vorhin zurückgestellt und dann nehmen wir erstmal diese Station, die Break-Break-Station, bitteschön. Die ist nicht mehr da, dann die QX-Station, bitte. Ja, Oliver aus Herborn habe ich jetzt gehört, ist das richtig? Ja, okay, wenn ich das richtig verstanden habe, war das Herborn und der Name ist Oliver, hier ist Robert 62. Ja, Oliver, Radio 5 und S4, also ich kann dich gut aufnehmen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bei der QTH Herborn, ist das richtig? Ja, also klappt sehr gut, Oliver, aber es gibt vielleicht Stationen, die dich besser hören können. Wer hört den Oliver gut und möchte mal probieren? Ja, Oliver, hör mal zu. Ja, DTV mal rein für den Oliver. Nee, ich höre auch nichts. Na ja, Oliver, tut mir leid, also im Moment keine weitere Station für dich. Ja, okay, Oliver, dann dir auch einen schönen Abend. Vielleicht bleibst du auch nochmal drauf, weil wir vielleicht noch Besuch kriegen aus dem Schwarzwald. Ja, weiß ich, Georg, ich hast du den Oliver gehört? Das war auch nur ganz dünne, ne? Ja, gut, da machst du nichts, ne? So, dann will ich nochmal mal direkt probieren. Achtung, Charlie Whisky, bist du inzwischen QRV, hast du schon aufgebaut? Charlie Whisky für Robert 62, bitte. Jo, da ist noch gar nichts, ne? Also, weiß nicht, dann ist der wahrscheinlich noch im Aufbau befindlich. Ich bin hoffen, dass es regnet da oben. Ja, Robert 62, grüß dich, der Georg, der Käfer aus dem Sauerland. Schönen guten Abend. Ja, da haben wir zwei gegrüßt. Der Georg, der Käfer, hat gegrüßt aus Arnsberg und dann war noch ein Grüß dich, Robert. Machen wir in der Reihenfolge. Erst den Georg, der Käfer. Georg, einen schönen guten Abend nach Arnsberg. Ja, schönen guten Abend auch zu dir. Ja, ich habe immer noch diverse Störungen aus dem Lokalchen, so gar nicht da draußen. Ich hoffe, du kannst dich dann ein bisschen, ein bisschen besser empfangen. Ja, ich wollte heute eigentlich auf den Berg, aber dann durch den Regen habe ich abgebrochen. Hätten wir uns besser verstehen können, aber okay. Schöne Grüße erstmal an alle Kollegen, die mich da aufhören. Hier aus Hochhausen. Ja, schöne Grüße zurück, Georg. Also, ich höre dich sehr gut. Radio 5R6, also überhaupt kein Problem. Ich stehe am Baldener See in Essen. Ah, okay, ja. Du kommst ja so gerade über die Rauschstraße drüber. Ja, ich müsste dann mal wieder langkommen, das stimmt schon, lange ist her. Ja, okay, gut, aber dann, Georg, da war noch eine zweite Station, der mich auch irgendwie grüßte oder rief, wer war da? QRX. Ja, QRX ist auch gehört, aber da war vorher eine Station, wer hat mich gerufen? Ja, weiß ich auch nicht, wer das ist. Ja, die QRX-Station dann, bitte. Ja, hier hast du den Astra-2, den Fritz aus Blankenstein. Ich möchte den Georg da in Bruchhausen mal eben ganz kurz grüßen. Ja, Fritz, grüße dich. Ich habe dich da gehört. Ja, ich komme ja auch von so einer kleinen Feier, deswegen, ich hoffe, es klappt da noch mit meiner Modulation. Da sind jetzt schon ein paar Bier drin, aber ich hoffe, das geht da immer noch.
Ja, du kleiner Arme, natürlich, aber Fritz, freut mich, dass ich dich mal wieder gehört habe. Ich gehe oft bei deinem Jugend vorbei und ja, da ist halt so. Ah, ist klar, ja, das ist prima. Ja, so ist das, ne? Ja, viele Grüße auch noch hier aus Bochau in Arnstedt. Ich bin jetzt auch raus aus der Runde und wünsche euch dann noch viel Spaß. Auch Robert, zu dir alles Gute. Ja, du hast das wieder in der Hand. Das ist prima. Robert 62, ich begrüße dich ebenfalls, ne, hier vom Fritz. Jo, Fritz, schönen guten Abend hier auch, ne? Auch 5-9 natürlich hier, ne? So, und ich muss, wie ich gerade festgestellt habe, muss ich gleich, also 10 Minuten mache ich noch und dann muss ich auch raus. Ja, okay. Ja, da war noch eine Break, bitte. Ja, dann störe, ja. Ja, ich bin das. Nee, Rainer, ich stehe, so, Rainer Mörs, ich stehe am Wallener See, Burgo in der Isenburg. Ja, das ist die Burgruine Isenburg. Also steht ja, ich weiß nicht, wie ist die Funkbasis? Da steht der Standort drin. Ja, genau, da steht genau QTL Locator drin, ne? Ja, aber ich kann nicht mehr lange machen. Ich muss eben eine WhatsApp schicken, Mikrofon mal zum Detlef und ich muss mal eben WhatsAppen und bin dann gleich in 2 Minuten wieder da. Ich habe keinen Skip nicht mitbekommen. Sag mir den bitte nochmal. Ja, alles klar. Alles vollgekommen. Danke dir. Station in Orpe, komm mal hier für den 8.2, wo ist Blankenstein? Ja, dann übernehme ich nochmal. Delta Lima 4 in Orpe, Robert 62 ruft. Ja, Delta Lima 4, ich kann dich aufnehmen. Hier ist Robert 62 am Waldener See in Essen. Ja, du wirst gehört. Delta Lima 4 in Olpe, hier ist Robert 62 in Essen. Ich kann dich aufnehmen mit Radio 5. Sag mal deinen Vornamen.
Ja, das ist richtig. Ja, Karl, der QTH ist der Baldener See in Essen. Ja, Mensch, bei 425 Metern, da müsste es doch gut klappen zu uns. Ich stehe jetzt auch auf dem Berg. Also du wirst hier gehört in Nordrhein-Westfalen. Jo, alles klar, Karl. Dann dir auch einen schönen Abend. Bis demnächst mal wieder. Dann klappt das auch bestimmt noch besser, wenn du vielleicht weniger Störungen hast. Jo, da ist er weg. So, ja, ich muss gleich los. Muss ein bisschen früher los, leider. Ich rufe nochmal die Hornesgrinde. Achtung, Charlie Whiskey, bis zur QRV. Ja, die QX mal bitte. Die Station möge sich melden. Bitte schön, hier ist Robert 62. Ja, die Station Montana aus dem westlichen Münsterland. Ich kann dich aufnehmen, Robert 62 hier in Essen. Ja, wunderbar verstanden. Hermann, die Station Montana im Münsterland. Hast du einen Ort für mich? Ja, Frieden. Ja, hast hier immer noch eine Radio 4 bei mir? Und S-Wert habe ich jetzt so schnell nicht geguckt. Ich gebe das Mikrofon mal weiter an den Arne in Borken. Arne, bist du noch da? Ja, Hermann, also du machst hier ein Radio 4 bei mir und ein S3, also klappt sehr gut hier zum Baldener See in Essen. Ja, okay, gut, da hat ein anderer jetzt geantwortet. Ja, du hörst mich, kein Thema, ich höre dich auch mit 5 und 9, wer war das gerade? Ja, jetzt haben wieder zwei gedoppelt. Einer hat gesagt, er will nicht stören und der andere hat gesagt, 73 ist weg. Gut, aber ich melde mich auch jetzt raus, weil, wie gesagt, ich habe heute ein bisschen Taxidienst und ich muss hier noch einen Mast abbauen. Ich wünsche euch was, 73 rundum, bedanke mich für die Runde. Weiß gar nicht, wer es jetzt weiter moderieren kann. Der Michael, der Schneemann, ist, glaube ich, gar nicht mehr da. Wer steht denn hoch? Fritz... bist du noch da? Ja, ich bin auch da. Ja, Fritz, dann übertrage ich dir die Verantwortung für die NRW-Runde in einer Zusammenarbeit mit dem Detlef, der in Langenberg steht. Dann müsst ihr beide das rocken, weil ich muss jetzt raus. Ja, alles klar. Dann viel Spaß noch, ne? Alles klar, ich wünsche euch was. Ne, 73 rundum, macht's gut. Detlef, Mikrofon zu dir. Ciao, ciao, bis demnächst mal.
Ja, alles klar. Romeo, Oskar, bist du noch da? Den Absatz hoch. Der Absatz 2 in Blankenstein. Ja, ich begrüße dich, Herr Matt. Ich habe schon lange nicht mehr gehört. Ja, Roger, ihr seid ja hier von der 27 verschwunden, ne? Da sieht man euch gleich hier auf der 27. Das ist richtig. Wir sind jetzt kurz, also ganz kurzfristig auf die 60 gegangen, aber die Frequenz kannst du vergessen. So viel Störungen, Stehwelle stimmt nicht und so weiter. Ja, kein Problem. Ab und zu habe ich den Robert mal dran, auf 27, der hängt noch immer auf der 27. Ja, so ist das. Aber wir sind auf der 60, ne? Ja, Roger, die 60 haben wir gemerkt. Robert, den Dahlhausen, ne? Ja, Dahlhausen, klar. Okay. Und sonst alles klar bei dir? Ja, sonst alles gut. Nur ich habe einen Funker kaputt gemacht. Ja, das war ein bisschen traurig. Ich habe meine Lenkung geschrottet. Wie hast du das denn geschafft? Ich habe versucht, die Mindgame innen drin am Funker ein bisschen zu erniedrigen, weil die war zu hoch eingestellt. Und beim zweiten Mal, als ich nachjustiert habe, ist der Kopf abgegangen vom Funker. Oh, das ist schlau. Und kriegst du es wieder hin? Ja, ich versuche es.
Wir hatten uns nur einen Ersatzteil bekommen. Und das ist so schwer zu kriegen von der Rico. Aber ich bin dran. Und wenn nicht, dann gibt es eine Alternative. Oh, das denke ich auch. Da musst du wieder fertig kriegen. Ja, ich habe gerade die 6. dran. Wie ist denn das Audio von der Kurve? Ah, ist gut verständlich. Ja, super, du auch. Du machst hier Santiago 8. Ah, siehst du, das klappt ja. Okay, dann grüße ich den Rolf nochmal in Wittgen, den Rolf gehört. Ich habe ihn noch nicht bekommen. Er hatte sich ganz kurz gemeldet, aber jetzt ist er nicht mehr drauf. Ist denn Albert von Erlern noch zu erfahren? Also, ja. Ja, jetzt muss das wohl erledigt sein. Gespielt jetzt. Den habe ich nicht gehört. Montana aus Frieden, ja. Wenn du das übermitteln kannst, bestell ihm schöne Grüße von mir. Thank you.
Thank you.